Hi Leute und willkommen zu einem wirklich ziemlich umfangreichen HOI4-Video, denn heute haben wir einen Zusammenschnitt der Weimarer Republik in HOI4. Und als ich das vorbereitet habe, ist mir ein kleines Problem aufgefallen, denn ihr wisst ja, ich habe mein Kommentar-Video den letzten Monat verbessert und dann habe ich das alte Kommentar-Video hier gesehen. Die Serie ist ungefähr ein halbes Jahr alt und ich klang wirklich eher ASMR als irgendwie Commentary. Ich hoffe aber, es wird euch trotzdem gefallen, denn da ist so einiges passiert und so einiges an Chaos. Und ich hoffe, euch gefällt diese interessante Idee, denn wir haben Deutschland ja eigentlich auf einmal auf der guten Seite. Wenn es euch gefällt, solltet ihr auf jeden Fall Like lassen und ihr könnt auch gerne das Video mit euren Freunden teilen. Denn damals hat es sehr viel Aufwand gekostet, alles zu schneiden und aufzunehmen. Wahrscheinlich über eine Woche alles und heute auch nochmal den Zusammenschnitt dafür. Wäre nice, wenn wir dafür einfach die 100 Likes schaffen würden. Wenn ihr es noch nicht wisst, heute läuft auch noch die neue Community-Wahl. Das ist gerade die für den Juni und die geht noch bis zum 5. Juli. Viele von euch haben noch nicht mitgemacht, also auf jeden Fall abchecken. Und wenn ihr neu seid, wie irgendwie 60%, auf jeden Fall noch abonnieren. Dadurch verpasst ihr nämlich keinen weiteren geschnittenen HOI4-Content. Das war es zum Intro und wir fangen einfach mal an. Ja Leute, ich weiß auch nicht, was ich hierzu sagen soll. Warum haben wir die Weimarer Republik in 1936? Dafür gibt es halt keinen sinnvollen Grund. Aber ich habe euch gefragt und ihr wolltet diese Idee hier sehen. Also spielen wir heute mit der Weimarer Republik. Bevor wir anfangen, ich glaube der Mathe-Ersteller ist nicht so erfahren. Und unser Fokusbaum ist immer noch gleich. Ich will ja wirklich kein Burger haben. Deshalb werden wir es einfach überspringen. Außerdem wollen wir natürlich nicht den Kaiser zurückhaben. Denn wir sind eine Republik. Leider haben wir gerade auch keine Wahlen. Dafür habe ich aber eine Mod runtergeladen, durch das wir das dann hinkriegen sollten. Der Bösewicht aus der Zeit einfach als gutes Team. Das ist so komisch, das hier so zu spielen. Alles andere ist gerade erst nochmal auf historisch gestellt. Ich erforsche einfach mal diese Sachen hier. Denn ansonsten können wir das, glaube ich, nie bekommen. Wieder alles weg und wir haben alles, was wir brauchen. Das hier brauchten wir, glaube ich, nicht mal. Egal. Wir fangen einfach mit dem Vierjahresplan an. Und haben auch einen neuen Reset-Slot. Mal schauen, wie das hier dann ausgehen wird. Die Sowjetunion ging hier gerade schon mal hoch. Ich werde aber am Ende den Teil gehen, um eine eigene Fraktion zu haben. Das hier haben wir erstmal durch und wir gehen, glaube ich, weiter nur in den Teil. Wirtschaft erstmal hoch. Ich baue erstmal einfach nur Zivilfabriken. Denn wir können diesen Boost nehmen für ein Jahr. Das macht uns sogar noch ein bisschen besser. Zeit endlich mal freie Wahlen zu haben. Ich hoffe, das geht ja auch. Machen wir unsere Demokraten nochmal beliebter. Hat es funktioniert? Es hat irgendwie. Wann wählen wir jetzt? Am 1. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall. Wir hatten anscheinend sogar Wahlen und müssen jetzt hier, glaube ich, leider runtergehen, aber das ist nicht gut für unsere Ökonomie. Wahrscheinlich werden wir am Ende gegen die Sowjetunion kämpfen müssen. Oder vielleicht geht das Vereinigte Königreich oder Frankreich irgendwas Neues. Natürlich haben wir hier auch noch Spanien und helfen da vielleicht der anderen Seite. Anscheinend nicht. Ich schaue gerade mal, wie wir das hier durchbekommen könnten. Was ist eigentlich das hier, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich habe doch noch neue Fokusteile gerade entdeckt. Ja, diese Mod ist verbuggt, als ich dachte. So viele Fabriken haben wir schon. Ich glaube, ich habe noch eine Mod mit drin, die das hier schneller macht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, als Weimarer Republik zu machen. Das lässt uns aber die Industrie kontrollieren. Leider ist dieser Buff jetzt gerade durch. Und wir haben hier ein bisschen weniger. Nochmal die Autobahn ausbauen. Die Nationalisten gewinnen irgendwie immer noch in Spanien hier gerade. Leider können wir halt keine Leute senden. Die Sowjetunion wird uns jetzt gleich nicht mehr mögen. Meine Division baue ich gerade einfach mal um. Japan greift währenddessen gerade mal China an. Ich weiß gar nicht, ob wir hier mal aktiv werden wollen. Hier können wir jetzt eine neue Fraktion bauen. Und hoffentlich kommen da viele Leute mit rein. Ich würde sagen, ich hatte die eine Mod hier noch mit drin. Tatsächlich können wir hier schon mal wieder ein bisschen nach oben gehen. Und noch mehr Fabriken für uns. Holen wir uns erstmal die Benelux-Staaten. Ich versuche mich einfach nochmal mehr mit denen anzufreunden, glaube ich. Dadurch wird es hoffentlich wahrscheinlicher, bitte nicht Belgien. Was machen die hier gerade? Warum ist eure Politik so komisch? Hoffentlich hilft uns das hier gleich. Das hier ist by the way unser Team. Und Frankreich ist bei den Alliierten. Wie überleben die hier gar noch in Spanien? Sogar die Anarchisten überleben gar noch länger. Belgien ist hier mit drin, Luxemburg und die Niederlande auch.
kann ich schon gar nicht mehr reden und Spanien ist weg. Jugoslawien will Sachen von uns, ich gebe denen einfach mal Bomber hier mit. Ich versuche erst nochmal Ungarn und Rumänien auf meine Seite zu holen. Ungarn ist noch wenig demokratisch. Schaut euch diese Anzahl von Fabriken gerade mal an. Und Aragon ist auch weg. Das heißt, wir haben ein faschistisches Spanien. Nicht ganz so schön. Hier nochmal Rumänien mit. Langsam will ich auch mal aufs Militär gehen. Das sollte am Ende ziemlich stark sein. Das Rheinland ist einfach immer noch demilitarisiert. Das sind 38. Wir können sogar noch den Teil gehen. Wir machen einfach mal weiter mit Skandinavien. Norwegen mag uns irgendwie nicht. Das ist schon mal nicht so gut. Ich gehe aber überall hoch. Auch in Finnland, die brauchen wir später. Das ist so komisch, dass wir keine Demokraten sind. Gleich wissen wir, ob die unser Team wollen. Jetzt will hier Bulgarien irgendwas haben. Ich nehme das einfach mal an, dann gehen die nämlich, glaube ich, in mein Team. Spielen wir mit rein, Dänemark und Norwegen auch, das ist schon mal gut. Als nächstes haben wir ja sehr wichtig hier Polen noch. Bitte geht einfach ins Team mit rein. Wäre sehr pain, wenn die nämlich nicht wollen. Die wollen aber unsere Beziehung schon mal verbessern hier. Also ich hoffe mal ein gutes Zeichen, wir können noch Militär-Access bekommen. Die Armee wird schon mal deutlich größer. Bitte nehmt das hier einfach an. Und die Sowjetunion greift gerade Finnland an. Und nicht nur Finnland, sondern auch Litauen, Estland. Was machen die hier gerade? Ich mache einfach Donau-Teil hier mit. Was passiert hier? Warum sind die so aggressiv? Die haben die Alliierten einfach angegriffen. Warum? Was soll das hier denn? Fragt mich bitte nicht warum. Das heißt, wir können die drei hier nicht holen. F auf jeden Fall dafür. Sind die alle hier in den Alliierten? Noch nicht anscheinend. Warum gehen die nicht in die Alliierten? Gleich wissen wir, wer hier mit dem Team ist. Finnland hat schon mal kapituliert anscheinend. Und ich glaube, Estland auch gleich. Und Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich auch gut, nice. Weiter gehen wir hier nochmal nach unten nach Jugoslawien und Rumänien. Ich hoffe, wir sind gleich noch nicht direkt im Krieg. Finnland mag uns anscheinend irgendwie noch. Was ist hier in Estland passiert? Die Hälfte ist einfach eine Republik. Österreich will Teil von uns werden, ich will aber heute einfach mal ohne die spielen. Ein unabhängiges Österreich an unserer Seite. Das hier ist gerade unser Team. Hoffen wir einfach mal, das reicht dann so. Warum gehen die nicht in die Alliierten? Ich verstehe es nicht. Vielleicht weil wir Neville Chamberlain haben, keine Ahnung. Ja, die wurden zur Hälfte annektiert und zur Hälfte nicht. Was soll dieser Border Gore? Es ist richtig Pain. Okay, aber anscheinend. Und die beiden gehen auch mit rein, nice. Können wir da noch irgendwen holen? Ich glaube nämlich nicht. Damit helfen wir, glaube ich, Ungarn und Rumänien und das mache ich einfach mal. Jetzt haben wir einfach das Vereinigte Königreich hier mit. Ich hoffe, die Logistik wird hier nicht zum Problem. Vielleicht sollte ich einfach mal nur neue Züge bauen. Das akzeptieren sie schon mal. Das fällt mir irgendwie gerade erst auf. Die sind jetzt Satellitenstaaten hier mit. Ich kann ja die Infrastruktur für jeden hier aufbessern gerade mit. Das ist einfach das Weimarer Ungarn. Bruder, es ist Rumänien. Einfach das Weimarer Ungarn. Albanien ist ein Protektorat von Italien und kein Staat. Dann haben wir hier immer noch Bulgarien mit. Wäre es eigentlich sinnvoll, irgendwie Italien anzugreifen? Die sind ja in gewisser Weise hilfreich zur Sowjetunion. Was ist hier eigentlich mit Äthiopien los? Die sind in den Alliierten, aber irgendwie nicht im Krieg, ich habe keine Ahnung. Ist Italien mit wem anders im Krieg? Nein. Interessanter Bug. Viel Spaß, meine ich, das Königreich. Es ist einfach schon fast 1940, das ging schneller als ich dachte eigentlich. Das hier sind aber die Verluste und der Kommentar hat vergleichbar wenig. Litauen einfach macht noch mit irgendwie. Sogar die Mongolei und Tartu waren verloren. Ich schicke schon mal meine Flieger zur Front hier mit. Und wir wollen jetzt langsam angreifen. Wir haben von den meisten Sachen schon mal Überschuss. Nur nicht von den Fliegern gerade, die habe ich ein bisschen vernachlässigt. Ungarn will noch was haben. Wir haben einfach immer noch die Mifo-Bills. Die sollten ja aber gleich mal weg sein. Das Mannheim-Projekt einfach. Hoffentlich denkt das Team das gleich wie ich hier gerade. Die Sowjetunion hat auf jeden Fall hier schon Truppen mit. Und meine Teammates gehen da gerade auch mit hin. Polen und Rumänien sind vor allem gleich wichtig. Ich speichere glaube ich nochmal kurz. Es ist halt schon 1940.
Und ich erkläre den Krieg. Hoffentlich geht das Team ja gleich mit rein. Ich glaube auch, sie wollen das schon mal gut. Das hier sind bisher nur ich und ich hole alle anderen mit rein. Ich glaube auch, alle sollten langsam gehen. Italien ist im Kommentaren okay, ich hoffe Österreich hält. Österreich und Jugoslawien alleine, das wird jetzt hier spannend hoffentlich. Ich hoffe, hier helfen die Benelux-Staaten gleich mit. Wir brechen, glaube ich, schon mal ein wenig durch. Mit der Hilfe von Australien einfach. Finnland will nicht mehr mit uns befreundet sein, oder doch? Hier haben wir schon mal einige Kämpfe an der Grenze mit. Alle sind auf jeden Fall, Albanien wurde schon geholt. Greife ich einfach mal, nee, Bulgarien greife ich nicht an. Das hier geht schon mal ziemlich schnell. Wir machen auf jeden Fall fast das meiste mit. Ich suche auch gerade nochmal kurz was. Ich will einfach mal die Mod hier testen. Dadurch kann man nämlich alle Leute in der Fraktion integrieren. Never mind, ich glaube, ich wollte die Mod hier nehmen. Habe ich die nämlich nicht sogar irgendwann mal selber benutzt? Hoffentlich geht die Mod noch. Denn die ist einfach aus 2018. Hat es funktioniert? Ich glaube nämlich schon. Ich teste es einfach mal hier mit Schweden schon mal und ich glaube, es geht hoffentlich. Ja, die sind ein Satellitenstaat von uns. Okay. Ich habe noch ein bisschen politische Macht. Ich mache es mit Luxemburg, Belgien und den Niederlanden gleich. Und vielleicht auch nochmal hier mit Polen. Okay, was ist hier passiert? Ein wenig seltsam. Oh nein, unsere Truppen sind... Wehe. Das wollte ich nämlich definitiv nicht machen gerade. Ja, Rumänien habe ich schon, das ist schon mal gut. Einige Truppen sind hier gerade eingekreiselt und ich hoffe, ich kann die noch irgendwie retten. Ja, ich kann's. Das ist schon mal ein bisschen wild gerade. Italien kann, glaube ich, hier gerade nicht durchkommen. Ah, stimmt, wir können ja Indonesien hier mit reinholen. Japan könnte uns ja, glaube ich, angreifen. Wir halten oder kommen, glaube ich, noch weiter gerade. Litauen kapituliert. Und die Kollegen hier halten, glaube ich, noch. Hoffentlich können die mich hier ein bisschen entlasten. Noch ein Research Slot. Halt wirklich jeder ist gegen die Sowjetunion. Nein, ich glaube, Polen wurde hier gerade zurückgesetzt. Das ist ein bisschen schade. Deshalb nehme ich einfach mal schnell hier die Tschechoslowakei noch mit rein. Der Süden hält weiterhin hier gerade noch. So spiele ich das Spiel viel lieber. Wenn ich selber zu Hause bin, können es wenigstens andere machen. Flieger haben wir gerade noch genug, glaube ich. Frankreich sollte uns ja eher noch mithelfen hier. Ungefähr ja dafür auf das Territorium. Lettland kapituliert oder wenigstens die Reste hier. Wir bauen erstmal Atomreaktoren. Wie einfach Australien hier immer noch hält. Wir haben nochmal Truppen von anderen Ländern bekommen. Null politische Macht gerade. Wir haben 500.000 Mann im Feld oder 600.000. Das hier sollte gleich einigen helfen. Unter 1 Million in den Reserven. Polen hilft bei der Krim gerade aus, das ist schon mal sehr schön. Hier haben wir schon mal eine Stadt gerade geholt. Russische Infanterie. Hier sind gerade nochmal einige eingekreiselt und ich hoffe, wir holen die gerade schnell. Nochmal auf Angriff mit rein. Und die sollten hier gleich alle verlieren. Das Vereinigte Königreich ist hier bei auch mit. Wir machen ungefähr 43%. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir auch Italien haben. Jugoslawien verlieren die dadurch Albanien, ja leider. Holt es euch kurz hoffentlich mal wieder. So viele Truppen von so vielen verschiedenen Ländern. Ich feiere das ja immer. Wir haben einfach wie normal Wahlen. Und wisst ihr was? Ich habe eine Mod, dadurch kann ich unsere Yugi umstellen. Und ich lasse einfach mal die SPD gewinnen, wenn wir es gleich haben. Ich freue mich gerade hart, dass ich mich nicht um alles kümmern muss. Fühlt sich so nice an, dass ich nicht alles alleine machen muss. Vielleicht aber doch, denn die laufen hier einfach gerade durch. Warum ist hier niemand? Hallo, Leute, warum ist niemand an der Front? Wie viele Truppen hat Polen eigentlich? Die haben wie viele Truppen? 45. Wo sind die alle gerade? Sind die bei Italien hier? Ich glaube schon. Das erklärt natürlich einiges gerade. Hoffentlich hilft ihr aber doch noch irgendwie wer mit. Ich glaube aber gerade gar nicht. Das ist nicht schön. Ich baue mir nochmal selber ein paar Divisionen hier gerade. Dankeschön, Leute. Das ist nicht gerade hilfreich. Vielleicht kreiseln wir die aber auch hiermit wieder ein. Wir haben schon 500.000 Verluste. Und die Sowjetunion zum Glück gerade mehr. Ihr wisst ja, ich bin nicht der allerbeste Spieler. Ich bin froh, dass ich anscheinend mal was bekomme. Sehr schön, dass die gerade noch halten hier. Wir brauchen nämlich die Ablenkung. Wir bekommen irgendwie immer wieder neue Truppen hier gerade. Endlich machen die ja, glaube ich, auch mal was.
ein wenig spät aufgefallen, aber die sind, glaube ich, jetzt gleich eingekreiselt hiermit. Wir gehen nämlich hier auch in den Süden gerade noch und unser Anteil geht hier gerade deutlich hoch. Hier gewinnt mal die SPD. Die 10 holen wir uns gerade noch. Estland hat jetzt erst kapituliert. Die 10 gehen gleich mal um die Krim rum. Und hoffentlich dauert das nicht lange. Minus politische Macht. Ja, die 10 Truppen sind irgendwie vielleicht ein bisschen wenig gerade. Und verlieren, glaube ich, auch Duelle im 1 gegen 1. Die sind aber so abgelenkt und eingekreiselt, dass wir trotzdem gewinnen sollten hier eigentlich. Hier haben wir noch ein paar Überbleibsel der Truppen. Wie viele Leute sind das im Encirclement hier gerade? Da bekommen wir ja gleich mal richtig viel, glaube ich. Das sind ja gerade ihre Verluste und die springen hier schon mal ein bisschen höher. 100.000 war es, glaube ich, mindestens. Weiter geht's damit an der normalen Front. Ich hätte aber schon gerne vielleicht nochmal so jemanden wie Griechenland noch. Sevastopol ist, glaube ich, ihre Hauptstadt hier gerade noch. Und weitere Truppen, die eingekreiselt sind, glaube ich. Die schicke ich, glaube ich, einfach kurz mal hier hin und lasse die holen. Das Vereinigte Königreich kann, glaube ich, nicht auf mein Territorium. Deren Boss ist Sir Edward Halifax. Okay, Churchill. Ja, das ist ein wenig komisch. Hier kreisen wir wen ein. Genauso wie überall. Eine Truppe ist gar ein bisschen wenig. Das heißt aber, die Truppen hier haben, glaube ich, keinen richtigen Zugang zu deren Ressourcen. Ich hoffe, die Hauptstadt hier hält nochmal ein bisschen. Der Süden sollte hier gleich schon mal fallen. Die haben tatsächlich sogar schon bald hier kapituliert. Lief besser fast schon, als ich denken würde. Und okay, das Vereinigte Königreich ist gelandet in Italien. Ich hätte aber schon gern noch was hiervon, das ist ein bisschen doof gerade. Hoffentlich, ich habe leider keine Truppen mehr oder keine Leute. Das ist sehr blöd gerade. Es fehlt halt Mannstärke. Oh nein, wir haben irgendwo Resistance hier gerade noch mit. Ja, da brauchen wir ein wenig mehr noch. Der Krieg hier ging, by the way, glaube ich, nur ein Jahr bisher. Italien ist, denke ich mal, gleich nicht unser. Wobei die Briten das hier annehmen, also schicke ich die 10 Truppen nochmal hier hin. Alles holen, was irgendwie möglich ist. Wir haben fast 50% von allem gemacht. Wer ist das hier eigentlich? Das ist, Niederlande. Schön. Der Norden hält hier aber noch irgendwie. Also meine Alliierten sind nicht die besten. Wobei ein Teil von ihnen schon ziemlich viel hat eigentlich. Integrieren wir mal kurz Österreich hier mit. Die Truppen sind auch schon mal hier. Italien ist damit, glaube ich, gleich auch durch. Wobei die meisten Truppen sind noch im Norden hiermit. Ich hoffe, ich kann die überraschen und von der anderen Seite gleich einkreiseln. Hier sind die auf jeden Fall schon mal und Lex hoffentlich crasht das hier gleich nicht. Ja, ich glaube, die sind noch ein bisschen stärker gerade. Im Kaukasus sollten wir gleich auch noch mal einiges bekommen. Uns fehlt halt komplett die Mannstärke gerade noch. Die ist gerade auf 0. Kommt schon, Leute, wir brauchen so viel wie irgendwie möglich. 48%, ich hoffe, wir schaffen noch 50. Die Alliierten haben halt echt nicht viel. Hier ist wirklich eine Mini-Front gerade. Die Sowjetunion hat noch ein bisschen, glaube ich, sogar noch. Und wir haben den Bürgerkrieg in Italien gerade. Heißt das, der Norden hat wen gerade? Okay, das hier ist jetzt auf der Seite der Sowjetunion gerade. Kommunisten noch anscheinend und die brechen komplett weg. Also Leute, so viele Kills wie möglich holen, glaube ich. Hört sich irgendwie, fühlt sich komisch an, das zu sagen. Und das Gute ist, alle von uns sind hier Teammates mit. Die sind leider von Großbritannien hier gerade. Ich hoffe, das mit der Mannstärke wird für uns kein Problem hier gerade mehr. Hierdurch können wir tatsächlich nochmal 2% mehr Leute holen. Ich hoffe einfach mal, das rettet uns gerade. Die italienischen Republiken haben kapituliert, oder die eine. Leider kriegen wir dadurch dann, glaube ich, keine Truppen mehr bekommen, gekillt irgendwie, ich kann nicht richtig reden. Ja, die Sowjetunion ist aber gleich richtig weg. Wir haben sogar noch verloren hier gerade 1%. Ein wenig ärgerlich. Alle Leute in unserer Fraktion sind mittlerweile integriert. Gleich ist es, hoffe ich mal, vorbei endlich. Das hier waren die Verluste so ungefähr am Ende und die Sowjetunion hat irgendwie wieder mehr. Ich weiß aber nicht ganz warum, vielleicht wegen den Truppen hier. Holen wir deswegen einfach mal Sevastopol. Wir rennen halt einfach hier nur weiter. Aber wir verlieren weiterhin hier noch Prozente, das ist nicht gut. Hier will ich auch mit rein. Und wir haben gleich die Hauptstadt, hoffe ich mal. Jalta und Sevastopol. 10 Leute sind hoffentlich mit den Resten hier noch genug. Kehr ich noch?
kommt schon Leute, eine Truppe noch, die ist dann gleich, denke ich mal, weg, ja. Reicht das hier schon so? Ich glaube, 96%, okay. Das heißt, ich denke mal, wir gehen vielleicht weiter nach Kerch oder, ich weiß es gar nicht, Rostov vielleicht. Vielleicht haben die sich gerade nur noch Rostov geholt und nehmen deswegen noch. Und sie haben gerade kapituliert, okay. Das ist sehr nice, denn ich glaube, wir können hoffentlich viel machen. Ich will Satellitenstadt nämlich haben. Fangen wir mit dem Baltikum hier einfach mal an. Das geht schon mal so. Dann können wir, glaube ich, Italien gerade aufteilen. Kostet aber ziemlich viel leider. Das war gerade unsere Runde 1 schon mal. Okay, alle wollen hier gerade das eine haben. Ich hätte aber gerne die Ukraine, wenn ich die noch holen kann. Ich hoffe, das geht irgendwie hier mit. Das hier haben wir schon mal und so viele Claims. Ich will nicht wissen, wie der Border Guard am Ende aussieht. Das hier ist wirklich ein bisschen viel gerade. Und alle wollen, glaube ich, auch noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier gerade kommentieren kann. Ich bin ja bestimmt schon 10 Minuten gerade. Ich hoffe mal, ich kann das hier alles gerade noch irgendwie halten. Das ist wirklich ein bisschen verwirrend hier gerade noch. Ja, der Border Guard, ihr seht schon. Ich weiß nicht, wie viel wir gerade irgendwie bekommen. Ich glaube, wir sind aber hier mal durch irgendwie. Was habe ich getan? Es ist am Längen erstmal. Irland ist beim Vereinigten Königreich und einige andere auch. Ja, sehr viele Puppets hier gerade wirklich irgendwie. Warum sind die in allen schwarz? Oh nein, warum? Ich wollte die in ihren eigenen Farben haben, das ist nervig. Nein. Das ist gerade richtig Pain. Das wollte ich nämlich nicht haben eigentlich. Das ist jetzt auch, glaube ich, eine andere Form von Puppet. Oh nein, das war nicht schlau von mir. Da habe ich dann, glaube ich, gefailt. Ja, Leute, so steht's dann gerade erstmal. Ich überlege, was unsere nächsten Schritte hier gleich werden. Könnten wir theoretisch Teil der Alliierten werden eigentlich? Ich versuche mal, die Beliebtheit hier irgendwie zu erhöhen. Oh nein, Japan greift jetzt Leute an. Das ist so Pain, dass hier alles in Grau ist. Was ist die Sowjetunion hier eigentlich? Och Mann. Ich will mal kurz was testen. Ich annektiere die Ukraine mal kurz und mache sie dann unabhängig. Habt ihr dann eine richtige Farbe, dann habt ihr eine Farbe. Dann sind sie auch ein Puppet. Ich überlege gerade echt, das mal kurz zu machen mit dem Tool. Wir sehen uns dann gleich. Das war Belgien, nicht Weißrussland. Oh nein. Pain hier gerade. Weißrussland ist einfach Ostland. Das hier ist doch mal schön. Alle in ihren passenden Farben und der Border Guard ist ziemlich stark. Tool Debug muss ich mal kurz ausmachen. Bisher würde ich sagen, war die Kampagne mit der Weimarer Republik ziemlich nice. Mir fällt noch Somalia auf. Das sollte ich kurz ändern. Das heißt, wir haben das Sultanat außer dem Team. Ich sehe immer wieder neue Teile, die ich vergessen habe. Oh nein. Einfach Jugoslawien und Slowenien daneben noch. Großartig. Ich nehme schon seit über 2 Stunden auf. Und ich glaube, Japan wird gleich angreifen. Ja, Leute, das hier sollte langsam interessant werden. Denn ich denke mal, Japan will uns halt angreifen, war mich hier bei Slowenien gerade. Wir haben immer noch freie Zivilfabriken. Ich baue einfach überall Infrastruktur. Die Niederlande gibt uns gerade Panzer. Leider war ich ja lost und Belgien hat keine Truppen mehr. By the way, haben wir noch ein Weimarer Mandat von Russland. Das ist wirklich, glaube ich, auch im Osten hier. Die Hauptstadt ist dann Jakutsk anscheinend. Vladivostok ist hier ein bisschen in Gefahr und wir haben hier Truppen von Indonesien mit. Ich wollte auch sagen, ich schicke meine Truppen vielleicht hierhin. Russland will mir leider keinen Durchgang geben. Werden mich die Alliierten reinlassen mit meinen Leuten hier gerade? Ich schaue gar noch mal ein bisschen. Das hier ist gerade mal unsere Allianz überall. Der Comintern ist auch noch da, hier halt in Aserbaidschan mit Stalin noch. So cursed. Nicht mal in Georgien. Wissen meine Leute, wo sie überhaupt hin sollen gerade? Ich glaube nämlich nicht. Tibet ist mit bei Japan hier. Ich habe gerade eine ganz dumme Idee, glaube ich. Und zwar, könnte ich nicht einfach auch China angreifen und dann von da aus? Das wäre irgendwie voll die dumme Idee, aber genau deswegen würde ich es gleich mal versuchen einfach. Einige unserer Truppen sind halt hier gefangen, das ist halt doof. 125 Tage, ich mach's einfach mal. Indonesien muss dann hier... Okay, unsere Puppets sind hier schon.
Irgendwie ist das episch, hier polnische Truppen zu sehen, rumänische und alle Truppen. Dänische sogar, das ist irgendwie richtig krass. Österreicher, Norweger, natürlich keine Belgier wegen mir. Portugal ist natürlich nicht bei uns. Japan holt sich die Philippinen währenddessen. Wo sehen wir eigentlich unser Team gerade? Wie viele Leute hier einfach drin sind gerade, das ist so krass. Die Schweiz bleibt aber nicht mit rein. Will uns Japan doch nicht angreifen? Die wollen es halt machen. Tibet war auf einmal faschistisch und auf der Seite von Japan. Hat aber kapituliert. Ich habe gerade eine ganz dumme Idee, glaube ich. Was wäre, wenn wir Teil vom japanischen Team wären? Und dann die Alliierten angreifen. Ich baue schon mal ein paar Truppen aufs Feld. Wie viele Truppen haben unsere neuen Leute hier eigentlich bisher bekommen? Ich glaube noch gar keine. Altai vielleicht? Polen wartet ja schon. Okay, Konrad Adenauer. Der ist bei der Sozialdemokrat, wie gesagt, schon. Hatten wir ja so eingestellt. Ich gebe der Ukraine einfach mal Waffenfabriken hier gerade. Wenn die ja zu Großmacht wird, das wäre sehr witzig. Okay, Frankreich mag uns nicht mehr. Nuklearreaktoren. Interessant, wie Frankreich immer länger überlebt. Wir mögen aber Alteste wie hier. Die gehen alle hier mit rein. Alles hier sind by the way auch Demokratien. Ich glaube, wir können hier auch angreifen gleich oder jetzt auch. Und ich speichere mal ab und greife dann an. Angriff gegen China. Ein Plot-Twist würde ich einfach mal sagen. Großbritannien will uns helfen auf einmal, okay. Das hier sind sehr, sehr, sehr viele Leute hier mit drin. Es geht noch weiter und weiter und weiter. Ich rede immer noch. Ich schneide einfach mal nicht. Ja, ist mal alle gerade. Wie ihr vielleicht hört, habe ich auch immer noch ein bisschen Schnupfen. Auf jeden Fall geht der Angriff los. Ich löse mal unsere Fraktion gerade auf. Ändert das gerade was? Können wir ins japanische Team? Ja, wir können. Okay, wir sind im japanischen Team alle gerade. Das ist jetzt auf einmal gerade ziemlich anders. Und ja, der Kongo ist beide unabhängig gerade. Lassen wir einfach mal gemeinsam angreifen. Die Truppen schicke ich hier an die Front. Auf jeden Fall haben wir schon mal Fortschritt. Wir sind noch nicht im Krieg mit irgendwem anders. Japan auch nur mit den USA sonst. Die nicht in Alliierten sind. Weil wir die auch nicht angegriffen haben. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Flugzeuge mit. Und das sieht schon mal gut aus. Unsere Truppen sind noch gar nicht hier, fällt mir gerade auf. Ich habe mich komplett verschaut. So viel Ländchen ist gerade hier nur. Mehr und mehr Grün hier gerade. Und das hier geht wieder weg. Wir machen bisher nur 1% gerade. Okay. Hoffentlich wird das nochmal mehr werden. Vor allem, da wir, denke ich mal, durchbrechen werden. Denen fehlen halt auch die Truppen wirklich. Hier kreise ich vielleicht mal Leute mit ein. Die haben ja auch noch die Kommunisten mit drin. Habe ich meine Leute schon reingeholt? Ja, hier sind alle drin. Okay. Tibet hat ja kapituliert. Ungarn hat schon Leute verloren hiermit. Sonst niemand und ich glaube, deren Truppe haben sie auch uns gegeben. Sehr, sehr viel Golen. Und hier im Norden kommen wir nicht durch. Hat die Ukraine schon Truppen? Ich glaube leider nicht. Okay, die USA sind in den Alliierten. Aber noch nicht gegen uns. By the way, hat die Russische Föderation und auch unser Puppet keinen Fugesbaum. Wäre so nice, wenn die einen hätten. Hier sind Truppen von Ungarn. Erklärt, warum die Verluste haben. Die Ukraine hat endlich Truppen. Leute, ich glaube, ich habe gerade mal einen Plan. Oh nein, will die Sowjetunion jetzt ernsthaft Ostpolen haben? Wer? Das war richtig cursed. Das hier ist eine Armee aus polnischen, tschechoslowakischen und rumänischen Truppen. Die sollen für mich gleich Frankreich holen. In der Zeit sollen Österreich und Jugoslawien in Italien halten. Genauso wie die Lombardei oder irgendwie so. Die hat aber, glaube ich, gar keine Truppen. Dazu nehmen wir, glaube ich, nochmal Truppen von der Ukraine hier mit rein. Nehmen wir die Ungarn vielleicht für hier unten mit. Dann helfen die Ungarn hier gegen Italien noch. Beim Rest müssen wir ein wenig hoffen, dass wir genügend Schiffe vielleicht auch haben. Bisher machen die alle wirklich noch kaum. Es soll sich aber hoffentlich gleich alles ändern. Der Norden darf einfach mal so bleiben. Jetzt sollte ich eigentlich gleich in den Krieg gehen dürfen. Nehmen sie an, sie nehmen hoffentlich an. Bringt uns das in den Konflikt mit den Alliierten jetzt gerade schon? Ich hoffe, die Truppen sind alle hier. Warum sind wir nicht im Konflikt gerade? Sind wir drin oder nicht drin? Ist Japan überhaupt? Die sind im Krieg hier. Aber warum ich dann nicht? Ich will in den Konflikt.
Ich glaube, Leute, hier ist irgendwas gerade am Buggen hier. Oder doch nicht. Wir sind im Konflikt, glaube ich, oder? Nee, hä? Wisst ihr was? Ich mache es einfach mal selber. Eigentlich sollte das ja gehen und wir greifen Frankreich hier an. Allow Diplo wieder aus und ich hoffe, es geht. Alle sollten langsam hier reingehen. Aggressiver Angriff hoffe ich einfach mal, oder auch nicht anscheinend. Sie brechen anscheinend hier in Elsass-Lothringen fast durch, oder doch nicht? Warum gehen die hier in... Hä? Ach, ich hab die gar nicht in den Krieg geholt. Ich bin auch lost. Das erklärt... Das war ja richtig dumm gerade. Ja, hier kommt wieder einiges. Ich kann mal wieder so nebenbei nicht schneiden. Wir gucken wieder. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar Leute. Ja, kommen noch mehr. Ich hoffe, es crasht hier wirklich nicht. Sowas muss ich mir immer ansehen. Immer noch. Das ist ja echt eine halbe Minute gleich. Leute, wir müssen nochmal langsam durchgehen, hoffentlich. Unsere Truppen sollten mehr und mehr durch werden. Es ist immer noch. Wie lange soll ich hier noch gerade reden? Wie war euer Tag so? Ich habe gerade seit 3 Stunden schon das hier aufgenommen. Und wir sind durch, endlich. Ja, Leute, brechen wir durch? Ich hoffe es einfach mal. Man sagt mir, es sollte eigentlich irgendwie gehen und wir verlieren schon hier gerade einige Schiffe. Das ist nicht so gut. Ich muss mal unsere Truppen hier mit hin tun. Wir haben nämlich auch selber hier Schiffe. So viele Leute wie möglich in den Kanal schicken gleich. Patrouille hier einfach mal. Wir haben immer noch zu wenig, glaube ich. So viel, wie es noch irgendwie hilft. Italien hier sieht nicht gut aus. Wir kommen langsam aber, glaube ich, durch, wenigstens im Norden. Hier schon mal. Das hier ist, würde ich sagen, mittlerweile ein richtiger Weltkrieg. Warum sind hier Truppen gerade? Warum ist hier Australien? Waren die noch irgendwie hier? Ich habe keine Ahnung. Russland ist in keiner Fraktion. Kann ich die einfach einnehmen hier? Na, das wird schwer. Ich glaube, ich hoffe einfach mal. Denn ich habe halt hier noch Truppen mit drin. Oh nein, Albanien bricht durch. Vielleicht muss ich meine Truppen hier gleich abziehen. Ich glaube, ich mach's mal lieber. Ihr seid hier alle weg und nach Europa. Die Schlacht um Europa hat irgendwie begonnen, oder Frankreich. Und bisher sind wir, finde ich, fast schon noch auf der falschen Seite irgendwie. Die Ukraine gibt uns immer ihre Truppen. Das hier halten wir hoffentlich. Oh nein, ich muss mal wieder was hier zurückgeben. Ich dachte echt nicht, dass die Rumänien angreifen. Leute, Panzer auch noch mit. Ich hoffe, die schaffen das. Die Länder hier haben leider keine Truppen. Die baltischen Staaten helfen hoffentlich. Das hier gewinnen wir, glaube ich, teilweise aber auch nicht. Ungarn muss hier alleine kämpfen. Hier halten wir noch. So viele Verluste gerade. Wir verlieren, glaube ich, alles hier gerade. Wir müssen hoffen, dass die Truppen hier alleine Russland einnehmen können. Sind unsere Leute hier gerade schon da? Ich glaube noch nicht. Die kommen vielleicht gerade erst. Hier sind erstmal ein paar nur. Die meisten sind noch weiter unten und teilweise noch hier in China, glaube ich. Japan muss allein übernehmen. Wir können Japaner übernehmen hier gerade. Das heißt, ich nehme einfach mal kurz Manchukuo. Das wird die Manchu Republik. Brechen wir vielleicht endlich doch durch? Das war mal Russland, hat mittlerweile 4 Truppen. Ja, eine unglaubliche Macht. Finde ich aber noch gut für die Russ eigentlich. Wir müssen ja immer noch auf Truppen warten gerade. Kroatien kapituliert. So viele Truppen auf beiden Seiten. Oh nein, die brechen hier gerade durch. Das ist nicht gut. Die USA bricht durch. Mehr Flugzeuge für alle hier. Ich weiß gar nicht, von wo die ganzen Flieger hier sind. Aber einfach alles an die Front, was hier geht. Hier nochmal ein Naval Bomber gerade mit. Schauen wir, ob die irgendwas machen können. Wir haben immer noch keine Übermacht, glaube ich. Das hier ist gerade mal so eine Schlacht. Und wir haben, glaube ich, verloren die Niederlande. Indien ist einfach hier auch. Auf die Leute müssen wir immer noch, glaube ich, warten gerade, oder doch nicht anscheinend. Wie viele fehlen denn hier gerade noch? Russland will sich, glaube ich, gerade irgendwie befreien. Bei denen kann ich auch nichts bauen, das ist nervig. Kann ich hier angreifen? Gleich aber, okay. Ich hoffe, Russland hat nicht viel. Wäre so wichtig, wenn wir das hier gewinnen. Da hätten wir nämlich, glaube ich, eine komplette Front hier durch. Oh nein, das hier, seht ihr das? Oh, das ist nicht gut. Oh, was machen wir am besten? Ich schicke meine Truppen der Nordfront hier hin. Oder der Westfront, besser gesagt. Ich hoffe, dadurch bricht die Front da nicht zusammen. Oder kann ich versuchen zu pushen? Ich versuche ganz kurz mal zu pushen, mal zu schauen, ob das gehen würde. So, Leute, würdet ihr angreifen?
könntet ihr durchkommen. Ich glaube aber eher nicht, dass es. Okay, wir müssen hier angreifen. Angriff auf Russland. Natürlich sind die Alliierten, das war zu erwarten gerade. Ihr seid das. Oh, wie viele Truppen? Das ist halt die Frage. Wir sollten eigentlich mehr haben, das ist schon mal gut. Brechen wir hier durch irgendwie? Ich weiß es halt nicht. Ah, die waren die ganze Zeit hier auf Angriff. Ich wollte das, glaube ich, eher nicht machen. Nee, wir kommen hier nicht durch, egal was ich mache. Wir müssen das halten, was irgendwie geht. Anscheinend waren noch nicht alle im Krieg irgendwie. Ach, gegen Russland wahrscheinlich. Oh nein, wieder diese ganz lange Liste. Schaut euch an, wie viel das ist. Was ist mit Japan gerade los? Sag nicht, die USA ist da. Bitte nicht, USA. Ich glaube noch nicht. Noch nicht. Wenn die da hinkommen, haben wir ein riesiges Problem. Tibet macht irgendwas. Ich hoffe, wir kommen durch bis nach Kasachstan hier gleich. Haben die ja alle eigentlich keine Truppen? Ihr habt doch sogar Fabriken, warum denn nicht? Die russischen Truppen gehen jetzt halt auch hier lang, das ist nicht gut. Och man. Die Südfront ist am wichtigsten, glaube ich, gerade. Das ist nämlich unser Kampf ums Überleben. Wir müssen hoffen, dass der Westen hier alleine ohne unsere Truppen hält. Polen, Tschechoslowakei und alle mit. Aber die Föderation nimmt hier halt ein. Wir brechen aber langsam durch schon mal. Die kleinen Staaten hier halten aber leider nicht, weil die haben keine Truppen, oh man. Leute, wir brauchen unbedingt hier bis nach Kasachstan einen Weg. Dann wird die Front größer. Wenn wir Kasachstan mit drin hätten, das wäre so nice. Okay, Kasachstan, haben wir die Front. Armee hat hier kapituliert, die sind natürlich auch noch hier mit drin. Front ist durch. Was machen wir jetzt? Wir machen Neuaufstellung und... Ach, ja stimmt, wir können hier auch noch mit. Und alles auf Angriff, Leute. Oh oh, selbst mit unseren Truppen wird das hier gerade schwierig. Ich glaube, wir halten aber nicht mehr. Nein, Jugoslawien kapituliert. Oh nein, bitte nicht. Leute, passt auf, wir müssen das wiederholen. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen stärker. Jugoslawien muss überleben. Ich glaube, wir brechen zurück. Was war das hier gerade? Das hier hält noch irgendwie. Oh oh. Wäre wichtig, weil hier kriegen wir vielleicht einige Truppen von denen. Vor allem natürlich mit Großbritannien noch. Wie ist es bei Japan? Japan noch niemand angegriffen. Hier wieder nur Kleinstaaten. Sollte ich Xinjiang vielleicht kurz ignorieren und somit angreifen? Ich ignoriere die einfach mal kurz. Die schicke ich auch mit zur Front. Das ist ein etwas... Ich hatte noch nie so eine russische Front. Das passiert, wenn man Russland aus dem Osten angreift. Unsere Truppen kommen. Ich hoffe, Xinjiang bricht nicht zu sehr durch. Wobei, ich nehme einfach mal 8 Truppen und die halten ihre Stellung noch. Wäre, glaube ich, noch schlauer mit. Sendet Indien eigentlich was? 1943 mittlerweile. Die Schlacht um Kasachstan und alles. Ich muss echt mal überlegen, was ich hier gleich mache. Weil die Truppen brechen, glaube ich, doch durch noch bei uns. Oder helfen uns gerade. Sonst ist viel, viel stabil. Kann ich die ungarischen Truppen hier abziehen? Das könnte ein Fehler sein, aber ich mache es einfach, denn wir brauchen was gegen Russland. Wir werden ja sehen, ob das ein Fehler gewesen ist jetzt gleich. Hier passiert wirklich gar nichts gerade. Verlieren wir ja schon wieder? Oh, bitte nicht. Die Flieger, das ist halt gerade das Problem. Helfen auch Transportflugzeuge eigentlich? Müssen wir einfach mal austesten anscheinend. Okay, ich glaube Transportflugzeuge sind gar nicht für Angriffe gedacht. Ja okay. Vielleicht machen die ja noch irgendwas. Jetzt sind gerade amerikanische Truppen auch hier mit. Estland ist durch, aber wir kommen hier aus dem Osten. Der Osten muss hier die Rettung sein hoffentlich, aber hier sind bisher nur russische Truppen. Schaffen wir es vom Osten aus Russland zu übernehmen? Das wäre krass, weil dann wären glaube ich einige Truppen hier vielleicht doch noch eingekreiselt. Die Ukraine hier hoffentlich oder eigentlich nur Ungarn. Diese Front noch. Schaut euch an, wie viel hier überall ist. Wir verlieren hier halt weiterhin gerade. Wie viele Menschen haben wir denn schon verloren? Über 1 Million und die Alliierten weniger als wir alleine. Da fällt China viel mehr und Äthiopien macht ihr eigenes Ding. Oh, unsere Teammates hier sind schon durch alle. RIP. Der Kongo ist auch gefallen. Oh nein. Den habe ich ganz vergessen, ehrlich gesagt. Das ist Pain. Japan fällt hier, glaube ich, gerade zurück. Ja, die machen halt irgendwie... Oder die haben doch noch Truppen. Mehr Waffenfabriken einfach mal bauen. Weißrussland ist gefallen. Dafür... Aber ich hoffe gleich... Moskau wird schwer. Kasachstan. Hier holen wir immer mehr Truppen. Die Ostfront, darauf müssen wir... Oh nein, Naval Invasion. Ich muss eine Truppe hiervon abziehen. Ach, das ist...
Ich glaube, wir könnten hier gleich kapitulieren. Das wäre richtig schade. Leute, Leute, Leute. Ich hoffe, der Irak ist jetzt hier irgendwie mit drin. Das Problem ist, jetzt haben wir halt hier weniger Truppen insgesamt. Greifen jetzt uns einfach hier durch an. Oh nein, die brechen hier halt richtig schnell durch. Wann sind meine Truppen hier? Ich hoffe bald. Nochmal Truppen von Karelian auch mit. Karelian hatte Truppen. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Okay, jetzt rufen die ihre eigenen Leute hier rein und das ist nicht allzu schlimm zum Glück. Jetzt haben wir halt hier auch amerikanische Truppen mit. Oh nein. Okay, irgendwas sagt mir, dass wir gerade verlieren werden. Wenn selbst der Norden nicht mehr halten kann, Japan versucht's irgendwie. Die letzte Hoffnung. Annektieren. Die Ukraine annektieren. Oh nein. Calling Button, wir brauchen neue Staaten. Wir müssen irgendwie fliehen. Ja, ich sehe schon. Irgendwas sagt mir, wir könnten das vielleicht verlieren hier gerade. Oh nein. Die letzte Hoffnung, der letzte Angriff nochmal. Schaffen wir es irgendwie Frankreich zu killen? Jetzt brechen wir aber richtig schnell zusammen gerade. Ich habe halt auch die Flieger nicht ausgebaut. Ich glaube, das war so mit dem Fehler. Hier im Osten geht's halt noch, aber sonst überall. Jugoslawien ist wieder weg. Wir integrieren nochmal kurz alle Leute hier mit. Dänemark verliert hier gerade wie im echten Leben. Die Niederländer noch irgendwie mit. Einfach mexikanische Truppen hier noch. Oh nein, jetzt bricht hier alles zusammen. Noch keine Naval Invasion nach Japan. Wir können den Irak einladen. Machen wir mal kurz. Können wir den Irak integrieren direkt? Ich glaube leider noch nicht. Doch, wir können's. Wir integrieren alles. Dänemark hat gerade kapituliert und wir haben wieder Lex. Die Verluste sollten jetzt gleich bei uns so hoch gehen, glaube ich. Eigentlich müssen wir nur wir und Japan verlieren gleich. Weimarisch Russland überlebt tatsächlich gerade noch. Die sind noch mit am besten. Ich schicke mal die Truppen hier in den Norden einfach und schau, was passiert. Könnten wir, wenn wir alle einfach nur wild in den Norden schicken, noch überleben? Ja, ich weiß, dadurch kann Frankreich hier einfach durchlaufen. Wir haben uns aber, glaube ich, mit zu vielen Leuten angelegt gerade. Wir haben noch irgendwie neue Truppen. Wenigstens die Front hier gehalten noch. Luxemburgische Truppen. Haben die überhaupt angegriffen oder haben die gar nichts gemacht hier? Oh ja, das ist nicht schön hier gerade. Uns fehlt halt, ja, die Flieger fehlen halt komplett gerade. Tibet hat wieder kapituliert. Der Süden, den halten wir aber noch wenigstens. Und gewinnen auch. Wir können ihnen ihre Sachen hier gerade wiedergeben. Der Osten, da gewinnen wir halt sogar noch wirklich. Im Norden verlieren wir aber, wir verlieren hier im Westen. Süden hält noch, glaube ich, ein bisschen. Der andere Süden hier aber nicht richtig. Und das hier ist unentschieden. Japan hält noch irgendwie. Belgien muss noch irgendwie versuchen zu überleben. Ja, alle Truppen von uns sind nicht genug hier gerade. Alle Seiten verlieren hier. Schaffen wir es noch bis 44? Ich glaube nicht mehr. Der Osten ist auch eher mittlerweile fast ein Stillstand bis auf den Süden. Nuklearreaktoren. Das ist ja super. Wir können die sogar noch bauen. Für die USA dann gleich. Viel Spaß USA mit den Sachen, die ihr bekommt. Luxemburg. Nein. Luxemburg überlebt gerade noch alleine. Als ob. Und wie überlebt Lombardei Venetien überlebt länger als ich selber, glaube ich gerade. Das Ende ist nahe, denke ich mal. Wir versuchen es aber noch. Halt nicht mehr richtig im Süden. Österreich hilft. Hier haben wir sogar noch ein bisschen was gehalten. Die ungarischen Truppen hier. Irgendwie noch Litauen und Lettland. Im Norden die... ist das Südostindien? Nee, das ist die Niederlande und die nordischen Länder. Oder halt ohne Finnland. Japan greift noch ein wenig gerade an. So viele Truppen eingekreiselt. 8 Millionen Verluste. Das ist schon mehr als in Asien gerade. Wir machen auch nur 18%, sind aber später reingekommen. Polen wird gleich fallen gegen Russland, es ist so pain. Aber wir haben noch das Weimarer Mandat Russland irgendwie. Die Tschechoslowakei ist mittlerweile an der Front. Minsk hält noch irgendwie mit irgendwelchen Truppen. Das ist einfach mal die Mandschurei hier noch. Was ein unglaubliches Team, auch wenn wir verlieren werden. Wir halten aber noch, wir greifen noch irgendwie an hier unten. Aber ich glaube, es reicht halt alles nicht mehr, wenn wir hier fallen. Können wir noch mal den letzten Stand irgendwie vor Berlin halten? Fallback Line, irgendwas irgendwie. Wer ist hier überall gerade alles? Ich glaube, wir halten halt nicht mal mehr die Fallback Line, glaube ich.
die kommen ja halt auch noch aus dem Norden, noch eine Naval Invasion. Die versuchen alle aus Belgien zu fliehen. Die Belgier müssen sich opfern, damit die Fallback-Line noch irgendwie hält. Alle Leute zurück zur Fallback-Line noch irgendwie, die es können. Die versuchen es halt noch irgendwie durchzugehen, aber es wird schwer. Der Norden hat auch noch Fallback-Line um Berlin herum. Ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, damit kapitulieren wir schon. Haben wir schon kapituliert gleich? Ja, wir sind halt, ja, das ist halt. Da ist wenig Hoffnung, selbst mit Berlin noch. Haben wir Städte, wir haben hier halt noch Essen mit. Essen könnte der Untergang sein. Wir haben kapituliert. Haben wir hier überhaupt gar noch Truppen? Ich entlasse die einfach mal hier gerade. Der Osten steht aber noch wenigstens. Schafft es der Osten nochmal zurückzuerobern oder kommt einfach die USA? Wir haben halt noch Truppen hier. Das dürft ihr nicht vergessen, wir versuchen es noch. Die Russische Föderation ist kein Satellitenstaat mehr, aber bei uns noch. Können wir die jetzt wieder neu zum Satellitenstaat machen? Nee, weil, ach, wir sind gar nicht mehr Anführer der Fraktion, schade. Wir haben noch irgendwie Truppen mit. Ich will gar nicht auf die Verluste hier gerade gucken. Sind gar nicht mal so viel. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, hier werden gleich einige nicht mehr. Ja, das geht jetzt alles hoch, die befreien sich gerade alle. Ich glaube, jeder befreit sich hier gerade. Ich denke mal, es geht hier alles von der Autonomie, ich kann gar nicht mehr reden, hoch. Über die Zeit dann. Ich weiß nicht, wie lange wir es hier noch versuchen wollen gerade. Russland hat eine neue Farbe und wir greifen weiterhin hier vor. Russische Föderation gegen Russische Föderation, aber unsere hat nur Wahlen. Kasachstan, haben die endlich Truppen? Sie haben eine Truppe, Borat himself einfach. Das wird ja schon fast eine... Gewinnen wir hier die Front? Leute, die haben hier keine Truppen. Wir können die Front gewinnen. Ich weiß, wir haben eh schon verloren, aber... haben die doch noch Truppen? Die haben teilweise gar keine Truppen mehr. Wir versuchen es noch, Leute. Sarajevo ist unser. Schaffen wir... Die USA ist hier. Und Rumänien kann... Das hat ja super gepasst. Wir haben hier noch lauter Truppen. Kann ich die fordern? Ich glaube, ich kann die nicht mal fordern. Luxemburg ist gefallen. Wir haben noch Belgien, alle Leute hier. Schaffen wir es noch, hier irgendwie anzugreifen? Wir haben halt hier die ganzen Leute. Wir haben halt immer noch... Josef Stalin überlebt gerade länger als wir. Konrad Adenauer, der Sozialdemokrat, immer noch in der Führung. Wir versuchen es bis zum bitteren Ende nach Moskau. Wir sind gar nicht mal so weit weg von Moskau. Könnten wir eine Truppe hinschicken? Das wäre so lustig, wenn die noch kapitulieren würden. Die schicken hier halt eh schon wieder Truppen hin. Schade. Meine Truppen hier geben, glaube ich, mittlerweile fast auf. Die sind halt auch gleich eingekreiselt. Och. Entlastungsangriffe. Richtiger Fußball. Ja, es ist 43. Wir haben nicht mal so lange durchgehalten wie Deutschland im echten Leben. Mit einem eigentlich besseren Team an sich, würde ich schon fast sagen. Wir haben aber kein weiteres Territorium genommen. Wir waren fair. Japan hält noch irgendwie. Ja, hier gehen noch mal weitere Leute gerade runter. Jetzt werden unsere Truppen hier gleich alle geschreddert. Alle sind eingekreiselt. Die Österreicher, die Letten, die Rumänier. Wie viele Verluste? Gleich 10 Millionen. F in den Chat, Leute. Hat so ein Staat wie Taimira eigentlich irgendwen? Die haben 0 Truppen. Die haben alle 0 Truppen. Russland halt. Die anderen Russen haben 50 bis 100. Kasachstan eine, Usbekistan keine. Aber Turkmenistan hat Truppen. Unglaublich. Das bittere Ende der Südarmee. Leute, ich glaube sogar der Osten verliert gerade. Wisst ihr was? Ich lösche mal alle Truppen von Japan. Soll die USA die einfach einnehmen, ich will ein Ergebnis haben. Wir versuchen es noch mit unseren Truppen hier. Die Südarmee nochmal hier. Russland hat eigentlich sogar ziemlich viel, finde ich, gemacht eigentlich. Die USA so viel halt. Wartet mal, was passiert, wenn wir Japan annektieren? Dann müssten wir auch eigentlich ein Peace Deal bekommen, oder? Hä? Ist noch wer... Okay, jetzt sollte es eigentlich gleich vorbei sein direkt, oder? Ich möchte ein Ergebnis hier haben. Wir sind der einzige Major, der noch hier ist. Kommt schon. Und wir bekommen einen. Das wird jetzt, mein Computer ist schon laut. Schauen wir mal, ob wir überleben dürfen und ob unsere ehemaligen Puppets überleben dürfen. Das dauert aber noch. Das wird aber noch dauern, okay. Suriname ist in den Alliierten. Das hier ist das Ergebnis. Die USA, Russland hat so viel bekommen. Oh nein. Oh nein, die wurden alle annektiert. Och, warum? Okay, wir leben noch. Wir haben unsere Grenzen behalten.
Als ob. Haben wir. Ja, wir haben einen neuen Boss, aber wir haben 1 zu 1 unsere Grenzen vom Anfang. Wir sind genau da, wo wir angefangen haben. Natürlich genau da, wo wir angefangen haben. Es gibt keine Veränderung, wie zum Beispiel ein amerikanisches Polen, ein russisches Polen, Weißrussland, Ukraine, Moldawien, Rumänien. Was? Die sind immer noch unsere. Hä? Zu wem gehören die? Hä? Warte, wer sind wir? Wir sind gar nicht. Nein. 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 Warum? Warum? Pain. Wir sind nicht mal mehr unser eigenes Land, wir sind einfach Japan. Wir machen, wisst ihr was, wir machen kurz mal Kosten. Das ist ja richtig. Was ein Ende. Die Weimarer Republik überlebt in Japan und in Europa haben wir stattdessen eine Weimarer Republik. Was soll ich euch sagen hierzu eigentlich? Was erwartet ihr, dass ich sagen soll? Schaut euch das an, es ist. Das sind halt nicht wir. Das ist halt irgendwelche andere Trottel. Haben wir eigentlich noch Cross-States hier? Wir haben noch Cross-States hier in der Ukraine. Das ist so dumm. Ein freies Moldawien aber? Haben wir noch was Neues hier? Alles wurde von Russland wirklich annektiert. Tanutu was hier? Die Sowjetunion ist noch hier mit Josef Stalin. Ich kann schon nicht mehr. Es ist so dumm. Frankreich hier noch? Die USA hat Dutch East Äthiopien hat ein Imperium gerade. Noch was Dummes. Luxemburg ist von Frankreich. Batavian Republic? Wer ist das? Das Ende von Belgien einfach. Aua. Britische Schweden, Norwegen, Dänemark. Was haben wir getan? Was habe ich getan? Russisches. Es tut mir leid, was ich hier fabriziert habe mit dieser Serie. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die Weimarer Republik ist ein ganz neuer Staat. Das sind nicht wir, das sind nicht unsere Truppen, das ist nichts von uns. Wurde einfach einem gleichgenannten Staat gegeben, der keine Wahlen hat und hier hat niemand Wahlen, obwohl sie Demokraten sind. Was ein wildes Ende, was ist das? Das passiert also, wenn man mit dem demokratischen Deutschland spielt. Am Ende waren wir irgendwie Twitch-Streamer und sind auf Japan gelandet. Natürlich vollkommen verdient nach der Leistung und normales deutsches Territorium. Irgendwie ist das Video auch ein bisschen zum Feiern, wie weit ich eigentlich vom Sprechen gekommen bin. Denn mittlerweile ist mein Content, glaube ich, deutlich besser geworden. Wenn euch die ganze Arbeit gefällt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Denn das hier war, glaube ich, das längste Video, was ich bisher auf dem Kanal auch habe. Vielleicht wollt ihr aber auch ein neueres Gameplay haben. Dafür findet ihr hier die letzte Folge von Preußen im Zweiten Weltkrieg. Und die Serie war, finde ich, noch besser als diese hier. Eine ganz neue Serie habe ich auch schon aufgenommen und die sollte euch, denke ich mal, ziemlich gut gefallen. Und viel mehr kann ich heute, glaube ich, auch nicht mehr sagen. In der Beschreibung findet ihr meinen Community Discord und könnt da wie immer gerne mal drauf joinen. Da ich heute nicht mehr sagen kann, sage ich einfach nur noch, ciao.